Hallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie mit zwei neuen Karten für den März, den 16.2012. Die Göttinnen sind heute wieder mal dran und da kam zuallererst die Ona, eine irische oder keltische Göttin, und die spricht von Leichtigkeit. Sie sagt, es gibt keinen Anlass zur Eile oder dazu, die Dinge voranzutreiben. Alles geschieht zu seiner Zeit. Das ist eine sehr, sehr, sehr tolle Karte, finde ich, weil im Augenblick wir vielleicht oder der eine oder andere eventuell dazu geneigt ist, das, was er jetzt an Neuem vorhat, so schnell wie möglich und so ja, fruchtbar wie möglich in die Wege zu leiten. Dagegen ist grundsätzlich mal nichts zu sagen, aber die liebe Ona spricht eben davon, dass das Ganze wirklich Eile mit Weile das Motto sein sollte und dass man da auf keinen Fall in irgendeiner Form in Verbissenheit geraten sollte, dass man einfach wirklich nur einen Schritt nach dem anderen tun sollte und jetzt nicht meint, man ist irgendwie, man muss irgendwohin nachgaloppieren und schnell und wenn das jetzt nicht schnell genug geht, dann verdient man nicht schnell genug Geld damit und dann verpasst man vielleicht irgendwas und alle möglichen Menschen ganz kirre machen mit irgendwelchen Dingen, die man jetzt ganz möglichst schnell erreichen möchte und dergleichen und so weiter und so fort. Und da sollte man einfach jetzt mal ein bisschen gelassener sein und wirklich sagen, okay, ich höre da auf meine innere Führung und mache wirklich einen Schritt nach dem anderen mit allem. Die Lieben wollen sagen, dass nichts davonrennen kann. Alles, was wirklich zu eurer Lebensaufgabe dazugehört, kann nicht einfach davonrennen, beziehungsweise das werdet ihr nicht verpassen, auf gar keinen Fall, also keine Sorge. Alles, was ihr braucht, kommt auf euren Weg. Ihr müsst jetzt hier nicht rödeln und tun und euch überschlagen und auszehren und damit irgendwas sinnvoll passiert, sondern sie sagen, es ist nach wie vor wichtig, dass ihr auf euer körperliches Wohl guckt, bitte. Dass ihr jetzt nicht meint, ihr müsst Tag und Nacht und wirklich ohne Punkt und Komma da agieren und damit irgendwas ja Profitables bei rumkommt oder so. Weil wir müssen ja alle von irgendwas leben, ist ja ganz klar, es ist zwar verständlich, aber sie sagen, bitte achtet darauf, dass ihr jetzt euch mal drauf einlasst, die Dinge auf euch zukommen zu lassen. Sprich, dass ihr einfach euch um euer körperliches und seelisches Wohl kümmert, dass ihr genügend Pausen einlegt, dass ihr einfach auch darauf vertraut, dass von außen jede Hilfe zu jedem richtigen Zeitpunkt auf euch einwirkt, beziehungsweise dass ihr die erhaltet in jedem Fall und dass ihr nichts verpassen könnt. Also ich persönlich weiß genau, wovon da die Rede ist. Ich meine auch immer, ich verpasse alles. Aber das ist wirklich genau das, was wir jetzt lernen dürfen, ist nichts. Wir verpassen nichts. Es ist wirklich so, je ruhiger wir werden, je gelassener wir werden, je freudiger wir sind, desto mehr wir unser Leben genießen, also je mehr wir unser Leben genießen, desto leichter und eleganter kommen die Dinge auf uns zu. Und alles ist jetzt so, wie es ist, genau richtig. Das ist genau der richtige Zeitpunkt. Es kommt alles genau zum richtigen Zeitpunkt. Vertraut bitte drauf und entspannt euch. Das kommt jetzt ganz groß als Nachricht für euch und natürlich auch für mich. Und da kommt dann noch die liebe Sedna dazu, zur Rechten. Die spricht von der unendlichen Fülle. Sie sagt, du bist mit allem versorgt, heute und immer da. Passt natürlich wunderbar zur Karte von der oder zur Leichtigkeit mit der Ona, weil wir versuchen ja immer alles besonders schnell zu erreichen und besonders schnell zu machen, weil natürlich irgendwie, wie gesagt, auch ein Feld dahinter steht, das sagt, du musst dich ja von irgendwas auch ernähren, du musst von irgendwas leben, du musst ja irgendwie auch was zustande bringen, was dann auch gesehen wird, was dann eben auch funktioniert und möglichst schnell und. Sie sagen, es ist wirklich so, dass je gelassener ihr seid und je vertrauensvoller ihr seid,
desto mehr und desto leichter kommen alle Dinge, die ihr euch wünscht, auf euch zu. Desto leichter können die Lieben da oben euch auch helfen, euch das zuzuschustern, was ihr braucht. Also ich ganz persönlich habe da in den letzten Tagen wieder sehr viel lernen dürfen. Das ist grandios, wie die Dinge sich wirklich eintüten und wie, was ich für tolle, tolle Dinge erleben durfte. In dem Augenblick, wo ich endlich losgelassen habe, mich um irgendwas ganz besonders zu bemühen. Zu sehen, dass da was hereinkommt und dort was reinkommt und dies und das und jenes. Und kaum habe ich mich wirklich mal wirklich ganz ernsthaft zur Ruhe begeben und gesagt, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt macht mal ihr. Schon gingen x Türen auf und alles kam, was ich gebraucht habe. Und zwar mit einer Leichtigkeit. Ich musste wirklich sehr lachen. Also genauso funktioniert's. Es ist immer alles da. Ihr müsst nicht alles planen, ihr müsst nicht alles, also sprich nicht alles kontrollieren, im Sinne von kontrollieren und versuchen da krampfhaft irgendwas auf die Beine zu stellen. Wenn ihr Impulse bekommt aus eurem Wohlgefühl heraus, aus eurer Gelassenheit raus, wenn ihr da wirklich einen Impuls habt, irgendwo anzurufen, okay, wenn ihr einen Impuls habt, irgendwas zu besprechen oder irgendwas in die Wege zu leiten oder da vielleicht mal irgendwie so einen Plan aufzustellen. Wunderbar, alles ganz toll. Nur schaut immer, wie eure Grundmotivation dabei ist und guckt immer, wie es euch geht dabei, wenn ihr Dinge aus einer Grundmotivation der Angst macht oder weil ihr Angst habt, irgendwas eben zu verpassen oder nicht genug zu bekommen oder wie auch immer, dann ist das sehr, sehr kontraproduktiv. Wenn es euch aber gut geht und wenn ihr sagt, okay, ich setze mich jetzt mal in aller Ruhe hin, mach mal meine Visionen und meinen Plan und freue mich dabei und gehe wirklich einen Schritt nach dem anderen, dann werdet ihr sehen, wie einfach die Dinge wirklich sich so ereignen, dass es genau passt. Es ist unglaublich. Und ihr hättet euch das dann wahrscheinlich in den kühnsten Träumen nicht erträumt, wie einfach Dinge dann plötzlich funktionieren. Bitte versucht das einfach mal, vielleicht nicht unbedingt mit der Sache, die euch am allermeisten am Herzen liegt, weil da fällt es euch am schwersten loszulassen, sondern versucht es mal mit einfacheren Dingen, die irgendeinen Wunsch, den ihr vielleicht habt und der euch nicht ganz so wichtig ist, wo es euch einfach leichter fällt, das einfach dann mal stehen zu lassen, sein zu lassen und einfach darauf zu vertrauen, dass das jetzt kommt. Und ihr werdet sehen, das funktioniert und das funktioniert im ganz Kleinen wie auch im ganz Großen. Da kennen die Lieben da oben im Universum überhaupt keine Unterschiede. Nur wir kennen die Unterschiede und wir bewerten das, ob sich es dabei jetzt um einen riesengroßen und fast unrealisierbaren Wunsch handelt oder ob das ein kleiner Popelwunsch ist, den, naja, der uns eigentlich gar nicht so wirklich wichtig ist. Wir bewerten das und also liegt es eben auch an uns, wie wir in der Lage sind, die Dinge dann einfach auch wirklich loszulassen und dran zu glauben, dass das Universum uns einfach hilft. Also insofern probiert es einfach mal aus. Ich kann es euch nur sehr ans Herz legen, das mal wirklich zu probieren, weil ihr werdet dann merken, wie peu à peu euer Leben wesentlich leichter wird und wesentlich schöner und angenehmer. Und dann könnt ihr auch wesentlich besser den lieben Frühling genießen, der jetzt so wunderbar auf uns zukommt. Und ihr seid wirklich im inneren Frieden da, wie ihr könnt es hier sehen. Die Friedenstaube ist da wunderbar und die Lebensaufgabe mit den Regenbogenfarben und Onachs Haare, die stehen für viel Kraft. Also viel Kraft für die Lebensaufgabe und aus einem Gefühl des inneren Friedens geht das so derart viel leichter. Da kann ich euch wirklich nur das sehr, sehr, sehr ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren. Ihr verliert nichts dabei, ganz im Gegenteil. Ihr werdet merken, dass ihr viel an körperlicher und seelischer Kraft gewinnt, anstatt euch da immer abzurackern und immer alles alleine machen zu wollen. Ihr werdet sehen, was da hinter den Kulissen alles am Werkeln ist für euch. Ihr werdet sehr, sehr, sehr staunen, was sich da alles dann zusammen ergibt. Okay, ihr Lieben, lange Ansprache. Aber wie gesagt, ich bin selbst sehr begeistert, wie das alles so funktioniert. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei, ihr Lieben. Freue mich und möchte mich auch bedanken noch für eure Kommentare und Bewertungen und dergleichen. Ich freue mich da immer sehr, sehr, sehr drüber. Es
ganz, ganz lieb von euch. Und dann freue ich mich natürlich auch wieder auf euch und auf morgen. Tschüss!